es ist wieder soweit. Es ist Zeit für eine neue Reportage hier bei Kirmes Fabian. Und im Hintergrund seht ihr bereits den Dom. Da wissen wahrscheinlich auch schon die meisten, wo ich mich befinde. Und zwar hier in der wunderschönen Stadt in Köln am Rhein. Passend am Rhein findet hier auch wieder vom 27.10. bis zum 5.11. das Deutzer Herbstvolksfest statt. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich bereits im Frühjahr hier eine Reportage gemacht. Denn das Deutzer Volksfest findet hier zweimal im Jahr direkt am Rhein zwischen der Severinsbrücke und der Deutzer Brücke statt. Auch in diesem Jahr sind hier wieder knapp 100 Schausteller und über 10 Großfahrgeschäfte vertreten. Darunter auch interessante Neuheiten wie der XXL Racer, wo es auch ein ausführliches Interview geben wird. Viel mehr möchte ich gar nicht verraten, denn es gibt auch ein spannendes Interview vom Vorstand der GKS, der einiges zur Geschichte und aktuellen Informationen der Deutzer Kirmes erzählt. Lasst euch einfach überraschen und nun wünsche ich euch viel Spaß beim 21. Bummel überm Rummel hier bei Kirmes Fabian im Jahr 2017. Auf die Dauer hilft nur Breakdance, Power Baby. Und tschüss, will Martin hier. Eine Neuheit hier auf dem Deutzer Herbstvolksfest ist der XXL Racer von Götzke und Bergmann, der übrigens auch das höchste Fahrgeschäft hier auf der Deutzer Kirmes ist. Neben mir befindet sich nun der Herr Bergmann, der etwas zu dieser Neuheit hier in Köln-Deutz erzählen kann. Ja, Herr Bergmann, wir stehen jetzt hier vor dem XXL Racer. Vielleicht können Sie ja erstmal erzählen, was ist das überhaupt für ein Geschäft? Ja, das ist halt ein sogenannter Propeller mit einer Gesamthöhe von 55 Meter. Die Umfangsgeschwindigkeit liegt bei 100 Kilometer pro Stunde und die Leute werden bis zu 4G belastet im unteren Bereich. Nun ist es ja, man fährt ja über Kopf, aber dennoch ist die Fahrt ja eigentlich sanft, oder? Ja, ich denke schon, weil die Gondel sich doch nicht so permanent überschlägt und dadurch ist die Fahrt rasant und trotzdem angenehm. Also ich bin selbst auch schon des Öfteren mitgefahren und ich bin begeistert. Die Besonderheit ist natürlich, man sieht es jetzt am Arm, die ganzen LEDs. Wie viele sind das denn? Ich glaube 20.000. Aber das haben wir damals so bestellt, also im Frühjahr, wo das war. Und das hat also den Arm hat die Herstellerfirma gemacht und wir haben die Kasse und die Rückwand gemacht. Reist der XXL Racer ja seit diesem Sommer, seit Ende Juni. Wie kam es denn überhaupt dazu? Ach, das war eine lange Geschichte. Irgendwie tut sich ja zurzeit auch wenig auf dem Neuheitenmarkt. Und wir haben lange überlegt, was machen wir, weil wir eben auch umstellen wollten vom Frisbee auf die neue 13/14 natürlich. Und da haben sich nicht allzu viele Variationen geboten, was auch München dann betrifft für uns. Und da kam eben dann für uns nur der XXL Racer zurzeit in Betracht. Welches Thema wird denn hier angesprochen? Ja, einfach halt die Geschwindigkeit, den Speed und damit auch das Racer mit dem Rennen und ich denke, das ist eigentlich gut gelungen. Wie viele Personen können mitfahren? 2x8, also pro Gondel 8 sind zusammen 16 Personen. Nun ist es ja sehr hoch, da denkt man natürlich, das ist auch sehr aufwendig mit dem Aufbau. Vielleicht können Sie ja dazu etwas erzählen, wie lange braucht man zum Auf- und Abbau, wie viele Transporte und benötigt man einen Kran? Also Kran benötigt man natürlich für Gondeln und Podiumteile anzuheben. Wir haben integriert 4 Fahrzeuge, Anlagen davor, die haben teilweise nur 3. Wir haben eben in dem Wartebereich vorne ist von uns ein Fahrzeug eingebaut und wir benötigen ungefähr 1,5 Tage mit dem Ganzen. Wir haben auch ein bisschen technische Änderungen machen lassen, wie den Ausgang nach hinten, wo wir die einzigste Anlage sind, dass halt die Leute, wo aussteigen, direkt nach hinten rausgehen können und die Leute, wo einsteigen, direkt von vorne wieder rein können. Und deswegen, wie gesagt, 4 Leute, mit 4 Leuten 1,5 Tage ist das schon zu schaffen. Und es ist halt auch viel Hydraulik, aber das ist ja zurzeit das Gute an den neuen Anlagen, dass halt auch viel hydraulisch unterstützt wird und das ist schon prima. Funktioniert denn die Steuerung? Ist das ein automatisches Fahrprogramm oder kann das alles manuell geregelt werden, auch mit der Geschwindigkeit?
Also wir haben zwei verschiedene Varianten. Wir haben Halbautomatik und wir haben Vollautomatik. Wobei ich fast ein Fan bin von Halbautomatik. Man kann die Fahrt etwas variieren, wie man möchte, Fahrablauf, Fahrzeiten, wobei die Gesamtfahrzeit dann wieder beeinflusst ist. Also ab 210 Sekunden schaltet sich die Anlage ab. Aber trotzdem kann man eben bei der Halbautomatik ein bisschen mehr auch den Speed, also nicht die Höchstgeschwindigkeit, aber die Speed-Varianten und wie gesagt die Richtungswechsel, das kann man alles ein bisschen beeinflussen. Jetzt gleich auch noch mal eine Frage, die für die nicht so häufigen Kirmesbesucher wahrscheinlich sehr interessant ist. Wir haben ja jetzt hier in Köln einen Fahrpreis von 6 Euro. Meiner Meinung nach ist das ja auch relativ stabil, weil ein Propeller meistens immer so in der Regel zwischen 5 und 7 Euro nimmt. Mhm. Kommt natürlich auch immer darauf an, auf die Veranstaltung, auf die Dauer und so weiter. Jetzt sagen Sie ja, jetzt geht es danach in der Winterpause, da wird ja erstmal eine ganze Zeit lang gar kein Geld verdient. Mhm. Und man hat ja jetzt auch nicht diese ganz große Kapazität, wie zum Beispiel bei einem Breakdance, jetzt hier am Propeller. Mhm. Daher finde ich die 6 Euro Fahrpreis wirklich sehr fair. Vielleicht können Sie an dieser Stelle vielleicht auch nochmal kurz erzählen, wie überhaupt die ganzen Kosten zustande kommen. Weil, dass man überhaupt diese 6 Euro Fahrpreis nehmen muss. Naja, die 6 Euro, die kommen natürlich zustande. A, einfach die Städte von den Platzmieten sind unterschiedlich von der Länge. Dann ist es natürlich auch immer eine Sache von der vom Anschaffungspreis her. Der liegt ja da ungefähr bei 1,3 Millionen vom Hersteller. Wir haben ja dann noch mindestens 200.000 investiert in Rückwand, wie gesagt, der Vorderwagen, Kassen, Anschlusskabel, Musikanlagen etc. Und dann haben wir natürlich auch, sind wir in der Ladekapazität begrenzt, im Gegensatz zu vielen anderen Anlagen. Und so entsteht eben ein Fahrpreis. Ich denke auch bei dem Anschaffungspreis, wo wir, sagen wir mal, bei 1,5 Millionen liegen, und bei der Kapazität von den 8 Personen. Und man muss ja auch eine gewisse Fahrzeit bieten. Ich kann ja nicht sagen, ich fahre nur die Leute deswegen 30 Sekunden. Und da denke ich mir, ist 6 Euro eigentlich ein sehr guter und ein sehr fairer Preis, was auch die Fahrt betrifft. Dass es eine gute Fahrt ist und auch von der Fahrzeit her in Ordnung ist. Was an dieser Stelle ja jetzt auch noch erwähnenswert ist, in den Wintermonaten gibt es natürlich auch weiterhin noch Kosten, wie zum Beispiel Personal und so weiter. Obwohl man dann mit dem Geschäft ja quasi gar kein Geld mehr verdient, oder? Ja, wobei Personal schicken wir natürlich nach Hause. Das ist ein Saisonbetrieb. Was natürlich weiterläuft, wenn Sie so eine Anlage kaufen, finanzieren Sie einen Teil und die Finanzierungskosten laufen natürlich im Winter weiter. Also eine Bank sagt nicht, wie wenn Sie ein Haus finanzieren, okay, Sie bezahlen von März bis im Oktober und danach kriegen wir nichts mehr, sondern die sagen, da wird ein Finanzierungsangebot erstellt und es geht halt das ganze Jahr über Monat für Monat durch. Und dadurch müssen Sie natürlich im Sommer die Wintermonatsraten mit zur Seite legen oder mit erwirtschaften, das ist klar. Hier beispielsweise in Köln können Sie auch jetzt gar nicht so einfach an- und abreisen, denn durch die Größe und das Gewicht hat man natürlich auch die Bedingungen des Schwertransports, wo ja auch einige Bedingungen und Kosten dann auch auf Sie zukommen. Vielleicht können Sie da ja auch nochmal etwas so erzählen. Ja, ich denke mal, fast bei allen Anlagen sind ja diese Schwertransporte dabei, gerade was, wo viel Stahlbau ist, und das haben auch wir zwei Fahrzeuge dabei, die wo halt einfach über Länge und über Gewicht haben. Das haben wir teilweise sogar so, dass wir da eine eigene Strecke dafür beantragen müssen bei der Behörde. Die muss dann genehmigt werden und teilweise kommt es darauf an, wie gerade zur Zeit gibt es auch viele Baustellen. Und dann sagen die entweder, wir brauchen ein Begleitfahrzeug, wo dann praktisch die Brücke sperrt, bis hin sogar zur Polizeibegleitung. Und das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden. A, einmal die Genehmigung selbst, B, die Begleitfahrzeuge und wenn die Polizei dazukommt, muss auch das bezahlt werden, ganz klar. Gibt es für den XXL Race an diesem Jahr noch eine Station oder geht es nächstes Jahr erst weiter? Und wenn ja, können Sie vielleicht sagen, wo? Also für dieses Jahr ist Schluss. Für nächstes Jahr ist ja fast noch zu früh. Viele sagen, ja, überlegen wir, schauen wir, hätten wir gerne. Aber die richtige Zusage, denke ich immer, das dauert schon noch 4 Wochen von Plätzen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Interview, Herr Bergmann. Immer wieder. Hier an meiner Seite habe ich nun Roland Barth. Er ist der Besitzer von der Achterbahn Feuer und Eis. Ja, lieber Roland, Feuer und Eis ist ja schon eine etwas speziellere Achterbahn. Beispielsweise jetzt keine Wilde Maus, sondern mal was ganz anderes. Was für eine Kategorie der Achterbahn ist es eigentlich überhaupt?
Ja, die Typenbezeichnung ist Powered Coaster vom Mack aus. Das heißt, dass der Zug selbst angetrieben ist, hat 10 Motoren drin und ist die einzige ihrer Art, dass ein Zug selber angetrieben ist, ohne Schwerkraft, also der Zug in Bewegung gesetzt wird. Ne? Und ja, die Felswand ist auch einmalig. Es hat keine Achterbahn in Deutschland auf der Reise, so eine Verkleidung und mit dem Tunnel und so. Also ist schon eine sehr einzigartige Bahn. Ne? Deswegen haben wir auch uns dazu entschieden, die zu kaufen. Wie genau funktioniert denn der besondere Antrieb? Ja, wir haben hier die vier grünen Stromschienen. Da wird der Strom in die Schiene, in den Zug reingeschleust und darüber ein Motor angesteuert und dann über ein Getriebe wiederum, über ein Reibrad. Wenn man mitfährt, sieht man das auch so schön. Die gelbe Schiene da läuft ein Reifen drüber, wie so ein Autoreifen. 10-mal, der Zug dann antreibt. Ne? Wir haben eine Leistung von ungefähr umgerechnet 260 PS, der den Zug in Bewegung setzt. Ne? Wer Feuer und Eis kennt, weiß, dass sich in letzter Zeit sehr viel getan hat. Was hast du denn alles verändert an Feuer und Eis? Ja, so gesehen eigentlich fast alles. Ne? Wir haben die Bahn geholt. Zuerst haben wir es so umgeladen, wie es für uns richtig ist, damit wir sagen, dass wir den Auf- und Abbau schnell hinkriegen. Und dann haben wir auch direkt als erstes gesagt, wir müssen direkt den Bahnhof erneuern, dass wenn wir rausfahren, dass man sieht, aha, da hat sich was getan. Und jetzt sind wir ja dran. Dieses Jahr haben wir die Felswand gemacht. Der Zug wurde technisch komplett alle Rollen überholt, alle Kugellager, damit wir die Fahrruhe ein bisschen besser reinkriegen. Und vom Design her haben wir ja eigentlich auch bis auf die Schrift ist alles geändert, was es zu ändern gab. Ne? Wie lauten denn die technischen Daten von Feuer und Eis? Ja, wir haben eine Frontlänge von 42 Metern, eine Tiefe von 22, Schienenlänge ist 280 Meter, Höchstgeschwindigkeit liegt bei 12,5 Meter die Sekunde. Ja, wir haben zwei Wasserbassins mit jeweils 30 Tonnen Wasserballast, also insgesamt 60 Tonnen Ballast, damit die Bahn stehen bleibt und nicht nach rechts oder links rutscht. Wie lange fährt man denn auf Feuer und Eis? Weil man fährt ja mehrere Runden, oder? Ja, genau. Wir fahren in grundlegenden Sachen 5 Runden. Das sind so ungefähr 2,5 bis 3 Minuten Fahrzeit mit langsam, mit Hände hoch. Wir animieren ja auch unsere Fahrgäste. Das ist ja auch sehr einzigartig. Das macht ja auch kein anderer. Ne? Und ja, ist halt was Besonderes. Feuer und Eis. Fire and Ice. Auf wie vielen Transporten wird der Feuer und Eis verladen und wie lange braucht man zum Auf- und Abbau und wird dafür auch ein Kran benötigt? Ja, wir haben insgesamt für die Bahn an sich 6 Transporte. Mit allem drum und dran habe ich aber 11 Transporte, um von Platz zu Platz zu kommen. Unser Rekordabbau liegt mit 2 Kränen bei 7 Stunden. Und ich habe einen eigenen 35-Tonner Kran. Der wird schon benötigt, um halt diesen Stallapparat von A nach B umzusetzen. Dass du rekommandierst, ist ja eigentlich schon ziemlich außergewöhnlich an der Achterbahn bzw. Schienenbahn. Auch das mit den ganzen Jingles, wie kam es dazu? Ja, das Rekommandieren, das hat der Herr Kort nicht schon vorher gemacht und das haben wir dann so beibehalten und auch die Jingles, wie jetzt, ich habe extra ein Tonband anfertigen lassen, speziell auf diese Bahn abgestimmt, ne? Und ja, wir wollen ja immer ein bisschen anders sein als andere und muss man bei dieser Bahn auch, weil wir können ja auf Punkto höher oder so ja nicht punkten, also müssen wir uns mit was anderem müssen wir gut sein, ne? Und deswegen kam es so. Wir haben jetzt auch einen Feuereffekt, habe ich seit Bad Dürkheim dran, ein Wasserspiel habe ich letztes Jahr gekriegt, Nebel, wir sind ja auch mit Effekte, was ja auch noch nicht beendet ist, da kommen ja noch mehr Effekte rein, nach und nach sind wir da schon immer dran, dass wir so halt uns gut halten. Kannst du vielleicht noch etwas zur Steuerung erzählen? Kannst du das komplett alles selber machen mit der Beschleunigung? Ja, ich habe da oben einen Poti, einen sogenannten Poti, das ist ein Drehknopf eigentlich und damit regle ich die Geschwindigkeit von 0 bis 100%. Und ich kann in jedem Fahrabschnitt halt eine andere Geschwindigkeit auch fahren. Nicht wie bei anderen Achterbahnen, da ist ja für eine bestimmte Strecke immer die gleiche Geschwindigkeit, sagen wir jetzt wie eine Maus hier zum Beispiel. Aber hier ist es nicht so. Ich kann sagen, bergauf fahre ich mal mit 60% oder dann fahre ich mal mit 100%. Je nachdem auch vom Publikum her, haben wir jetzt nur Jugend drin sitzen, die wild fahren will oder haben wir auch kleine Kinder mit drin, dann muss man wieder ein bisschen mehr aufpassen. So stimmen wir halt immer unser Fahrprogramm ab. Ne?
Die Familie Barth ist ja auch gerade auch im Bereich der Achterbahn sehr bekannter Begriff, wie zum Beispiel mit den Olympia Looping oder auch der Wilden Maus, wo du vorher ja warst, nicht dich auch damals kennengelernt hast. Nun ist Fire and Ice ja dein eigenes Projekt, deine eigene Achterbahn. Wie kam es denn dazu? Ja, ich wollte immer auf eigene Füße stehen und war auf der Suche nach Achterbahnen und dann habe ich irgendwann gehört, dass er Courtney verkaufen will. Da habe ich mich mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammengesetzt und sind wir uns auch schnell einig geworden, die Bahn zu kaufen, weil das an sich ein einzigartiges Geschäft ist. Feiern Eis in diesem Jahr noch irgendwo stehen? Nee, wir haben jetzt Saisonschluss hier in Köln-Deutz und dann beginnen die Wartungsarbeiten. Der Zug wird komplett auseinandergenommen, wird auf Haarrisse überprüft und alles. Da beginnen so diese normalen TÜV-Wartungsarbeiten. Dann an dieser Stelle großes Lob für die tolle Umsetzung und Umgestaltung, Roland, und vielen Dank für das Interview. Danke auch. Gerade auch der klassische Musikexpress, wie hat es euch denn gefallen? Sehr gut. Ja, das war gut. Ja, war gut. Echt gut. Kommt ihr denn hier aus Köln? Aus Leverkusen. Ist ja dann gar nicht so weit, aber wie gefällt es euch denn hier auf der Deutzer Kirmes? Ja, gut. Ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr groß auch. Immer neue Sachen. Gut. Habt ihr denn noch andere Fahrgeschäfte außer dem Musikexpress? Ja, wir fahren fast jeden hier immer. Aber sehr schön hier. Aber ich hatte noch viel Spaß hier heute. Dankeschön. Wie die Kirmes hier in Köln-Deutz überhaupt entstanden ist am Rheinufer und was sie hier alles so bietet, dafür habe ich jetzt die beiden Herren an meiner Seite, zwar den Herr Weber und den Herr Schöne-Seifen. Ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich hier an meiner Seite. Vielleicht können Sie jetzt erstmal zu Beginn erzählen, wie lange gibt es hier jetzt schon die Kirmes am Deutzer Rheinufer und wie ist es überhaupt entstanden? Wir sind hier auf diesem Platz an der Deutzer Werft dieses Jahr zum 21. Mal. Und 35, 40 Jahre vorher war das da, wo die Köln Arena steht, wer ist das, Köln Arena? Lexus Arena. Die Lanxess Arena, da war früher der Kirmesplatz und danach haben wir den hier zwischen Severins und Deutzer Brücke bekommen. Das ist ein familienfreundlicher Platz, wir haben so ein bisschen das Parkambiente angenommen für die Anwohner, die Beschwerden sind seitdem ganz zurückgegangen. Wir haben Einheitsmusik, so ein bisschen Parkatmosphäre und das Publikum hat sich total verändert. Wir haben viel Familienpublikum und diese Stänker-Jungs, die haben wir gar nicht mehr hier. Was genau bedeutet das dann mit der Einheitsmusik? Ja, Einheitsmusik bedeutet, dass der Autoscooter, Musikexpress, Breakdance, alle Geschäfte, ob Reihengeschäfte, Randgeschäfte, Verlosung oder alle, die Musik am Geschäft haben, die haben alle eine Einheitsmusik. Man geht hier einmal über den Platz und hört nur die eine Musik. Jetzt an Sie, Herr Schöne-Seifen, das Besondere hier an der Deutzer Kirmes ist ja natürlich auch die Lage direkt am Rhein. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu beschreiben, weil sie ja hier jetzt zwischen zwei Brücken auch verbunden ist. Ja, also wir haben ja direkt im Hintergrund den Dom und wir kriegen auch mit die ganzen Fotos, die wir machen, die man auch im Internet sieht. Und die Bewerbungen für die Fotos. Es ist immer der Kölner Dom zu sehen. Und wenn man hier oben läuft, auch das Thema mit der Einheitsmusik, man hört eine Stille, wie so eine Chill-Out-Musik, wenn man oben mal vorbeigeht und man guckt den Dom an. Also es ist schon sehr schön hier. Wenn man mit dem Riesenrad oben fährt, es werden immer Fotos gemacht. Also schon eine schöne Sache hier zwischen den zwei Brücken aufzubauen. Vielleicht ist etwas zur Größe der Kirmes. Wie groß ist denn ungefähr die Fläche hier und wie viele Schausteller sind hier vertreten? Wir haben immer zwischen Schaustellergeschäften haben wir immer 88, 100 und der Platz ist auseinander der Severinsbrücke bis zur Deutzer Brücke 900 Meter, knapp 900 Meter rechts, links gebaut. Wie viele Schausteller bewerben sich denn hier und die Kirmes ist ja auch zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Wie viel Arbeit ist das denn überhaupt mit der Planung? Wie weit muss man da schon vorausdenken? Also Bewerbungen haben wir im Jahr für die Osterveranstaltung, für die Herbstveranstaltung so um die 5.000, 6.000 Bewerbungen. Ob klein oder groß, es wird sich alles beworben. Und wir sind jetzt schon in der Planung dran für Ostern. Wir sind schon länger dran, für die Fahrgeschäfte die Planung durchzusetzen, dass die großen Fahrgeschäfte auch Planungssicherheit haben.
Gleich zum Thema große Fahrgeschäfte. Im Frühjahr war es ja jetzt sehr besonders mit der großen Wildwasserbahn von Meier und Steiger hier. Aber der Platz ist natürlich jetzt etwas begrenzt und auch etwas schmal. Vielleicht können Sie ja das auch noch etwas erzählen, ob das überhaupt so eine Herausforderung ist. Naja, einfach ist es für uns immer, wenn wir, ich sag mal, die Standardgeschäfte, die haben immer zwei, drei Attraktionen dabei. Na, wenn man jetzt das Riesenrad nimmt, normal ist immer Kipp mit dem großen Riesenrad da, das ist das Jupiter, das ist das kleine Rad. Und die haben wir dann Ostern immer hier zu Gast. Und wenn man jetzt sagt, eine Wildwasserbahn, da, wie Sie es gerade gesagt haben, der Platz ist ja beschränkt zum Bauen, da wurde natürlich der Mittelblock ganz schön eng. Ne? Sah jetzt für uns alle nicht so doll aus. Ich muss sagen, der Herr Steiger, Meier, die waren sehr zufrieden, trotz schlechtem Wetter, wo er da war. Und ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Gleich jetzt noch zu guter Letzt, für die Besucher, die jetzt nächste Woche hier noch hinwollen, was können Sie zu den Programmpunkten noch erzählen? Was wird hier alles noch stattfinden? Also wir haben jetzt am Mittwoch, machen wir erst um 18 Uhr auf, zwischen Allerheiligen. Dann haben wir den Familientag, weil wir möchten, dass die Besucher den ganzen Tag den Familientag haben, auf Donnerstag verlegt. Der macht dieses Jahr, weil wir noch in den Ferien sind, um 12 Uhr auf morgens, also mittags um 12 Uhr auf. Der Allerheiligen machen wir um 18 Uhr auf. Und was wir auch gemacht haben, wir werden am Freitag, haben das Feuerwerk auf Freitag verlegt. Und das ist am Freitagabend um 21.30 Uhr oder 21.15 Uhr, müssten wir jetzt einmal genau nachgucken, weil sonst war das immer samstags früher und das haben wir jetzt die letzten Jahre schon auf Freitag gelegt. Jetzt gerade haben wir ja die Programmpunkte angesprochen, beim Familientag gibt es auch noch eine Besonderheit, oder? Ja, wir haben exakt den halben Fahrpreis an allen Fahr- oder Kindergeschäften oder Laufgeschäften oder Geisterbahn, Riesenrad, alle haben halben Fahrpreis. Dann bedanke ich mich herzlich an dieser Stelle für die ganzen Informationen bei Ihnen und vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Nun habe ich an meiner Seite die zwei Herrschaften, die ebenfalls natürlich auch die tolle Aussicht auf den Rhein genießen, was natürlich ein sehr tolles Merkmal der Kirmes ist. Ja, hallo erstmal, wie gefällt es Ihnen denn hier auf der Deutzer Kirmes? Gut, gut, wie immer. Ich komme immer Riefkuchen essen hier, beim Nock. Das ist die Schafdorfe. Nun hört sich das bei Ihnen auch sehr nach Kölsch an. Also kommen Sie wahrscheinlich auch hier aus Köln, oder? Ja, ich ja. Ich bin kein gebürtiger Kölner, aber ich lebe schon seit 54 hier. Ne? Ich bin in Bayern groß geworden. Ich bin ein gescherter Bayer. Ich bin ein gescherter Kölsch. Ist quasi dann auch das Deutzer Volksfest das quasi ein Muss für Sie? Ja, würde ich sagen, ja. Ja, wir gehen immer hier. Immer auf das Wetter an, ne? Ostern und im Herbst, sind immer hier. Ja. Also einmal zumindest, ne? Genau. Mal gucken. Ja. Wir gehen zwar nicht auf diese Fahrgeschäfte, da sind wir zu alt für. Aber gucken macht ja auch Spaß, ne? Ja, sind wir zu alt für. Nun findet das Volksfest ja hier seit 21 Jahren statt. Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass es damals woanders war? Ja, also das, ich weiß es. Sie wissen es, waren Sie auch damals noch auf der anderen Kirmes? Ja, da auf die Messe, wo das Stadthaus jetzt ist. Wo du Fußball gespielt hast. Ne? Ja, da war ja unser Fußballplatz und Deutsch Spielverein. Ne? Na ja. Ja, da hat sich viel verändert derzeit. Ne? Jetzt vielleicht noch eine kleine abschließende Frage. Es gibt im Internet und auch allgemein sehr viele Diskussionen, dass Kirmes natürlich eine sehr lange Tradition hat. Ist Kirmes Ihrer Meinung nach Kulturgut? Ja, ich würde sagen, Kirmes, wissen Sie, was Kirmes heißt? Heißt ja Kirchweih, ne? Normalerweise. In Bayern wird das ja auch ganz groß gefeiert, wo ich herkomme, als kleiner Junge, ne? Da war ja auch immer Kirchweih, sagen Sie da, ne? Das ist schon Tradition, ne? Ja, würde ich sagen. Dann wünsche ich Ihnen das noch ganz viel Spaß hier heute auf dem Deutzer Volksfest und vielen Dank. Alles klar. Zu guter Letzt möchte ich nicht noch das tolle Panorama, welches sich bei mir im Hintergrund befindet, vorenthalten. Wie man sieht, befindet sich die Kirmes somit direkt am Rhein. Das ist nicht nur bei den Fahrgeschäften so, sondern auch wie bei den Gastronomiebetrieben, wo ich mich gerade befinde. Somit können die Besucher auch ihre Speisen und Getränke direkt mit tollem Blick auf den Rhein und auch den Kölner Dom, der sich im Hintergrund befindet, genießen. Die Kölner Kirmes bietet auch zu dem Herbstvolksfest in diesem Jahr
Jahr zum 21. Mal findet es ja statt. Eine tolle und abwechslungsreiche Beschickung. Es ist für die ganze Familie was geboten, wie zum Beispiel mit den beiden Achterbahnen und natürlich auch die klassischen Geschäften wie dem Musikexpress, Breakdance und Riesenrad. Aber natürlich für die Jugendlichen ist auch einiges dabei mit den Rocket, den Ghost Rider und den XXL Racer, was ja auch eine tolle Neuheit jetzt hier in Köln ist. Für mich war es ja jetzt nur das zweite Mal in diesem Jahr. Es gab ja bereits die Ausgabe im Frühjahr. Auch das Herbstfolgfest hat mich jetzt voll überzeugt mit der tollen Lage und der tollen abwechslungsreichen Beschickung. Somit kann ich definitiv nur einen Besuch hier empfehlen. Und ihr wisst ja, Kirmes ist in, Kirmes ist bunt, Kirmes macht Spaß. Und ich freue mich schon auf die nächste Reportage hier bei Kirmes Fabian im Jahr 2017. Liebe deine Stadt.